Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Reddys Witzeparade. Direkt aus dem kleinen Puppentheater in Traunstein. Und hier ist Ihr Showmaster, Reddy Radieschen. Schön, dass ihr alle hier da seid. Schön, dass der wieder da ist. Jo, Reddy, Mensch, sag mal, hast du dir denn dieses Mal deinen Witz aufgeschrieben, damit du ihn nicht vergisst? Naja, ich hab ihn ja sogar auch gezeichnet. Oh, du hast ihn auch gezeichnet. Zeig mal. Guck. Sehr schön. Ich ahne doch was. Na dann leg los, Reddy. Tja. Nahrung, Fliegen, Hexen, auch Wesen. Keine Ahnung. Weil Staubsauger zu schwer sind. Und worauf fliegen Hexen im Winter? Auf Schneeesen. Und an Silvester? Ich ahne das. Achtung! Mensch, Reddy, du warst heute top fit, große Klasse. Dankeschön, Dankeschön. Ja, danke, dass ihr alle wieder da wart. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, eine neue Folge von Reddys Witzeparade. Direkt aus dem kleinen Puppentheater in Traunstein. Mensch, Reddy, heute großer Erfolg, ganz dringender. Sag mal, kannst du uns zum Schluss vielleicht noch die Zeichnungen zeigen, die du gemacht hast, damit du dir den Witz besser merken kannst? Ja, die kann ich euch gerne zeigen. Also, als erstes habe ich die Zeichnung mit der Hexe mit den normalen Wesen gemacht. Und dann natürlich die mit den Staubsauger, die abstürzt. Ja. Und dann im Winter die mit den Schneeesen. Und das mit den Schneeesen. Ah, das hat vielleicht lange gedauert. Ja, Schneeesen ist nicht ganz leicht zu zeichnen. Nein, ist nicht leicht. Ja, und dann ist mir unter dem Duschen noch das mit der Rakete eingefallen. Unter dem Duschen? Ist dir das mit der Rakete eingefallen? Ja, ist mir unter dem Duschen eingefallen. Mensch, was sagst du das nächste Mal? Das ist noch geheim. Aber ich kann es dir jetzt aufschlüstern. Oh, ja. Mensch, Reddy, da freue ich mich schon ganz arg. Was nächste Mal? Ja, ich freue mich auch. Und ihr freut euch auch. Tschüss.